Hi ihr, ich war vorhin bei Rossmann und habe meine Schön-für-mich-Box abgeholt. Und ja, diese Box kostet halt nur 5 € und die wird jeden Monat neu ausgelost. Ich hatte sie schon einmal aufgemacht, deswegen ist sie nicht mehr original verpackt. Und deswegen zeige ich sie euch jetzt auch nicht mehr hoch, weil ich habe sie echt nicht mehr so zusammengepackt bekommen. Auf jeden Fall ist halt so ein Kärtchen von der Box drin, wo halt so Rabattcoupons drin sind, natürlich nicht von jedem Produkt, sondern nur von 3. Und dann stehen hier die ganzen Produkte drin. Mit ein paar Informationen, was ich allerdings sehr traurig finde, dass leider nicht die Preise mit dabei stehen. Ich kann die euch jetzt leider auch nicht sagen. Aber, na gut. Aber die Box ist trotz allem sehr toll. Und ich fange jetzt auch gleich schon mit dem ersten Produkt an. Das ist von Labello, die Lip Butter Blueberry Blush. Die wollte ich mir letztens sogar schon holen für 2,69 €. Das ist auch der einzige Preis, den ich leider weiß. Und ja, weil man nur sehr viel Gutes darüber hört, dachte ich, kann nicht dran verkehrt sein. Und ja, sie ist halt noch original verpackt. Ich habe sie bis jetzt noch nicht aufgemacht. Und ja, fand ich sehr schön, dass sie drin ist. Und jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Produkt. Das nächste Produkt ist von Pantene Expert Collection, ein Keratin Repair Shampoo. Finde ich total toll in dieser Aufmachung und ich hatte von dieser Marke leider bis jetzt noch kein Shampoo und keine Spülung. Was ich schön finde, hier oben hat das so einen Knopf, dann geht dann hier halt dieses, ja, Teil hoch, wo das Shampoo halt rauskommt. Ich sehe gerade, ist ein bisschen verschmiert. Aber es riecht total gut. Und ich finde das auch gerade für Reisen total praktisch in dieser Verpackung und ich werde es benutzen und ja, mal gucken, ob das dann was ist, was ich mir dann weiterhin kaufen kann, weil zurzeit benutze ich ja meine Shampoo-Serien von Balea. Dann ist eine Creme von BB drin, die ist neu. Hydra Splash Multifunktionales Cremegel heißt die für normale bis Mischhaut. Und ja, ich hatte bis jetzt nie Glück mit BB-Cremes, weil ich die nicht vertrage. Vielleicht ist es jetzt ja mal mit der anders. Das hier ist das Tiegelchen. Da sind 50 Milliliter enthalten. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Creme innen drin blau ist oder das Tiegelchen an sich. Aber ist auch nicht weiter schlimm. Und ich werde sie definitiv mal ausprobieren, ob sie was für mich ist. Wenn ich davon Ausschlag kriege, muss ich vielleicht meine beste Freundin fragen, ob sie die haben möchte. Ansonsten finde ich das auch sehr schön, dass sie drin ist. Dann ist eine Schaumseife von Palmolive drin. Die nennt sich Magic Softness. Das ist auch irgendwie eine neue Duftrichtung mit Himbeerduft. Ich bin ganz ehrlich, ich stehe normalerweise nicht auf Himbeer. Und ich rieche jetzt mal dran. Ja, gut, okay, der Duft geht. Es riecht nicht so extrem nach Himbeere. Und die stelle ich gleich dann mal ins Badezimmer. Ich wohne ja noch mit meinen Eltern und meinen Geschwistern zusammen. Die werden sich vielleicht auch darüber freuen. Und ja, ansonsten finde ich die auch ganz gut. Ist mal was anderes. Dann ist ein Parfum drin von Melmerio. It's Pooltime. Ich habe dieses Parfüm vorhin schon drauf getan und es riecht echt sehr sommerlich, nicht zu aufdringlich. Und ja, das ist das Fläschchen. Es sind 50 Milliliter enthalten. Es ist halt auch ein Eau de Parfum. Und ja, ich finde, das macht sich garantiert auch gut auf meinem kleinen Parfumregal. Und ja, ein Duft, den ich jetzt ganz ehrlich mir nicht gekauft hätte, bin ich ganz ehrlich, weil ich fange immer erst Parfum ab 10 € an zu kaufen und ich glaube, es kostet nicht so viel. Oder wenn, das ist auch okay. Freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. Dann ist von Fußwohl ein Barfußspray mit Seidenextrakt, vermindernd Reibung im Schuh mit pflegenden Inhaltsstoffen. Wie ich annehme, ist es auch halt ein Originalprodukt. Ich nehme nicht an, dass hier irgendwelche
Grübchen drin sind. Sind 100 Milliliter enthalten. Und ja, ich probiere es mal aus. Denn ich denke, es ist gerade für Ballerinas sehr gut und ja, auch mal was Neues in der Box. Was, denke ich, bis jetzt noch keine Box so drin hatte. Dann ist ein Mascara drin. Ein Mascara drin, so. Von Max Factor. Der Extensions for / Effect Mascara. In der Farbe Black. Was, denke ich, ganz wichtig ist, weil ich benutze keine anderen Farben, nur schwarz. Zeige euch jetzt auch mal das Bürstchen. Es ist ein Gummibürstchen mit, ja, ganz, ganz vielen Noppen, die sehr, sehr nah aneinander sind. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und die Bürste ist auch so ein bisschen geschwungen. Ja, ich bin mal gespannt, wie die ist. Und ich glaube, die kostet auch so um die 10 Euro, die Mascara, weil ich stand letztens davor und ich konnte das nicht irgendwie richtig gar nicht sehen, wie teuer die ist, weil stand nicht drunter. Ja, es sind 13,1 Milliliter drin. Und ja, ich finde die Verpackung schon mal ganz schön von dem Mascara. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Produkt in der Box. Es ist von Revival de Loop ein Going Longer Lash Booster Serum. Ich finde die Verpackung halt sehr schön mit Weiß und Silber. Für längere Wimpern. Sind 8 Milliliter enthalten. Ich lese euch jetzt auch mal vor, was hier hinten drauf steht. Das transparente Wimpernserum wurde speziell für die Pflege der Wimpern entwickelt. Bei regelmäßiger Anwendung kann es zur Stärkung der Wimpern beitragen und das Wimpernwachstum erhöhen. Auch als Mascara-Base für die tägliche Anwendung geeignet. Ja, finde ich sehr gut und ich wollte schon lange mir mal ein Wimpernserum zulegen. Und jetzt bin ich deswegen gerade umso glücklicher, dass endlich eins drin ist, mal in einer Box. Ich finde auch das Bürstchen sehr schön. Schön Blumenbürstchen, würde ich jetzt sagen. Und ja, ich probiere das dann jetzt, denke ich, morgen gleich mal aus oder heute Abend vom Schlafen gehen. Und ja, das ist alles, was in der Box war und ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Box. Ich werde mich definitiv weiterhin darum bemühen, vielleicht nochmal so eine Box zu bekommen. Für September hat es leider nicht geklappt und naja, aber ich habe die wenigstens für August. Ja, das war es jetzt auch schon wieder mit dem Video und den tollen Produkten und dieser wunderschönen Box. Und ich hoffe, ich konnte euch vielleicht mal animieren dazu, dass ihr euch auch für diese Box anmelden wollt, wenn ihr es noch nicht getan habt. Dann sage ich jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao!